Herzlich willkommen zu Pandora First Contact. Das ist ein Multiplayer-Live-Abend mit diesem Science-Fiction-Spiel und mit mir, mit Writing Bull. Und mit dem Add-on, dem funkelnagelneuen Add-on Eclipse of Nashira, das heute erschienen ist, am 19. September. Und mit dabei hier bei diesem Multiplayer-Livestream ist einer der drei Erschaffer dieses Add-ons, der Programmierer Lorenz Ruhmann. Hallo Lorenz. Hallo Daniel, hallo Zuschauer. Hallo Zuschauer auch von mir auf Twitch.tv. Viele, viele sind da. Nicht für alle ist das erste Mal. Du bist nämlich hier schon das vierte Mal, glaube ich, Gast bei einem Multiplayer-Livestream mit Pandora First Contact, Lorenz. Und die waren bislang, liefen immer ganz gut. Waren ausgesprochen unterhaltsam, hauen und stechen. Viele gemeine Bemerkungen, gemeinsame natürlich auch. Und ich glaube, wir haben ganz gute Unterhaltung geboten. Deshalb kommen auch einige Zuschauer wieder. Allen anderen, die das Spiel vielleicht noch nicht perfekt kennen, keine Sorge, wir werden eingangs in den ersten Minuten in aller Ruhe, während die vier Spieler hier so ein bisschen vor sich hin zocken und die ersten Städte einrichten, die Grundlagen des Spiels ganz, ganz kurz erklären. Also, Lorenz Ruhmann spielt hier gegen drei Fans des Spiels und zwei Leute kommentieren das ich und dann ist da noch Piro Parker. Ja, so ist es. Herzlich willkommen. Guten Abend auch von mir. Ja, ich freue mich, dass ich auch wieder dabei sein darf. Es ist auch mein, ich glaube, vierter Livestream. Habe am Anfang mal als Spieler mitgemacht und gnadenlos auf die Mütze bekommen. Und deswegen habe ich gedacht, ich gehe jetzt einfach mal unter die Moderatoren, so wie du das gemacht hast, Daniel. Sehr vernünftige Einstellung. Kann ich nur aus eigenem Erleben bestätigen. Immer die sicherste Methode, sich nicht zu blamieren. Einfach quasseln statt zocken. Sehr, sehr hilfreich. Da bin ich genauso mutig wie du. Kleine Bitte an den Chat. Kennt ihr vielleicht schon, falls ihr nicht das erste Mal Gast seid hier bei einem Livestream, den ich veranstalte. Hört mal in den ersten Minuten bitte hin, wie das ist mit dem Ton. Ob alle hier gleichermaßen laut oder leise sind. Und wenn ihr den Eindruck habt, ein Gast ist etwas undeutlich zu hören, kommt zu leise rüber, sagt bitte im Chat Bescheid. Fleißig den Chat mitlesen wird Piro Parker. Ein Auge werfe ich auch drauf. Und die anderen sehen natürlich nicht den Chat. Und sehen auch nicht das Bild, das ihr gleich sehen werdet. Noch seht ihr nur das Thumbnail, das Begrüßungs-Thumbnail, aber das hier, das ist das Spiel. Das ist Pandora Eclipse of Nashira. Und ihr seht auch die Lobby, die Mehrspieler-Lobby, und ihr seht auch, wer sich da alles versammelt hat. Das ist unter anderem der Mitspieler von Lorenz, er tritt in einem Zweierteam an, das ist Eil. Hallo Eil. Hallo, Writing Bull. Ja. Du spielst zusammen mit Lorenz. Glaubst du, das ist ein Vorteil oder ein Nachteil? Also ein Vorteil sicher, weil er sich in dem Spiel sehr gut auskennt, aber könnte das vielleicht ein Nachteil sein, weil die Sympathien der Zuschauer doch vermutlich bei euren Herausforderern liegen? Ich weiß nicht, ob die Sympathien bei unseren Herausforderern liegen. Ich weiß nur, dass ich sehr, sehr großen Respekt vor einem unserer beiden Widersacher, nämlich dem Zakor, habe. Ich habe schon mehrere Partien bestritten, wo er auch dabei war und er hat immer gewonnen. Und das ist, ich hoffe, dass wir vielleicht was daran tun können heute. Ich hoffe, dass mir der Lorenz dabei stehen wird, dass das diesmal vielleicht anders kommt. Ja, Lorenz, ja. Optimistisch? Auf jeden Fall, diesmal geht Zakor unter. Ich meine, seine Herrschaft ging lang genug. Jetzt machen wir Schluss. Dieser ominöse Zakor, von dem hier immer die Rede ist, das ist quasi der inoffizielle Weltmeister der Pandora First Contact Spieler. Der hat nämlich Pandora First Cup gewonnen, ein Multiplayer-Turnier, das wir im Frühjahr veranstaltet haben, civforum.de, gemeinsam mit dem Publisher, mit Slytherin. Und das hat er gewonnen. Hallo Zakor. Hallo, liebe Zuschauer auch. Du trittst an im Zweierteam zusammen mit Black Arken. Hi Blackie. Hallihallo, schönen guten Abend. Zwei bekannte Stimmen. Ihr beide wart schon oft dabei. Nicht nur bei Pandora, auch bei C5 Livestreams, die ich gemacht habe. Seid ihr das erste Mal in einem Team zusammengewürfelt worden? Oder ist das schon die Wiederholung einer erfolgreichen Kooperation aus der Vergangenheit? Wir haben eigentlich beim letzten Live-Abend auch zusammengespielt gegen Lorenz und Atalia damals. Ganz genau. Und das lief doch auch sehr gut für uns. Und diesen Erfolg wollen wir natürlich wiederholen. Also ich bilde mir ein, mich so ganz, ganz schwach daran zu erinnern, dass ihr euch nicht nur gegen Lorenz zur Wehr gesetzt habt, sondern auch untereinander fröhlich gedisst habt, was ich sehr unterhaltsam fand und wo ich auch deshalb dachte, ach, die bringe ich nochmal in einem dieser Pseudoteams zusammen, wo die sich in Wahrheit dann wie Feinde behandeln. Finde ich klasse. Ach nein, wir respektieren uns doch. Na, wir spornen uns einfach gegenseitig zur Höchstleistung an mit diesem Genecke. Also, das sind Zakor,
Black Arken, Lorenz, Eil, Piro Parker, ein gewisser Writing Bull. Hi, und viele, viele Zuschauer auf Twitch TV. Und ich denke, wir können loslegen. Schaut euch mal die Spieleinstellung an. Wir spielen mit drei Teams. Team A, das sind Zakwa und Blacky. Team B, das ist Eil und Void. Das ist der Spitzname von Lorenz hier im Spielen. Und dann gibt es noch ein drittes Team. Die stelle ich jetzt aber nicht vor. Das ist die künstliche Intelligenz. Ich glaube, die wollen mit mir auch nicht reden. Das sind drei Fraktionen, die wir zusammengeschlossen haben. Fast alle spielen mit zufälligen Fraktionen. Einzige Ausnahme, Lorenz spielt die neue Fraktion, die mit diesem Add-on hier ausgeliefert wird. Das sind die Botschafter. Und er hofft natürlich, dass seine Gegenspieler wiederum den Botschaftern ausgeliefert sind. Das ist die Spionagefraktion, die auf Spionage spezialisiert ist. Und das ist dieses neue Feature, was mit diesem Add-on ausgeliefert wird. Und Lorenz wird mithilfe dieser Fraktion mal zelebrieren und demonstrieren, was man für Gemeinheiten damit begehen kann. Spielbedingungen auf der rechten Seite. Wir spielen auf einer mittleren Weltgröße. Wir spielen mit dem Kontinente-Zufahrtskarten-Skript. Das heißt, man hat mehrere große Kontinente. Und dann mit normalem Klima, normaler Alien-Aggression, das sind die einheimischen Lebensformen, auf hoher Geschwindigkeit, damit wir zügig vorankommen. Rundendauer unbegrenzt, also ohne Rundenlimit. Wir setzen einfach darauf, dass alle zügig ziehen. Unter dem Druck der Zuschauer auch, die ansonsten murren werden. Und alle Siegbedingungen sind aktiviert. Letzte Worte, irgendwelche Bitten? Irgendwelche, irgendwas von noch? Mir. Eine aus dem Chat, und zwar einmal die Bitte von Tracina, einmal einen Gruß an Blacky auszurichten. Blacky, du bist, sei recht herzlich gegrüßt von Tracy. Und Hallihallo, Tracina. Und an dich, Daniel, der Blacky ist wohl ein klein wenig leiser als der Rest von uns. Vielleicht können wir ihn noch ein bisschen nach oben pegeln. Das hängt einfach, kommt einfach daher, dass Blacky der Einzige war, der seine Teilnahmegebühr noch nicht entrichtet hat. Teilnahmegebühr? Ich bekomme Geld dafür, dass ich hier teilnehmen. So kann man sich irren. Soll mal schnell im Chat fragen, ob Tracina für dich mitspielen möchte? Oder hast du ein bisschen, hast du dein Portemonnaie locker sitzen? Ich glaube, das lernen wir dann mal anders, ne? Mein lieber Riding Bull. Oh, wo wir gerade beim Grüßen waren von Atalia, soll ich euch auch wissen, der hat eine Nachricht geschrieben von, er ist ja im Urlaub gerade, deswegen kann er ja nicht hier sein. Also bevor noch mehr Grußbotschaften kommen, klicke ich mal ganz schnell auf bereit. Blacky ist noch auch bereit. Mit. Alle müssen bitte auf grün gehen, danach stelle ich dich auch laut, Blacky. Countdown läuft. 5, 4, 3, 2, 1, Start. Das werde ich jetzt überspringen. Bitte an alle, die hier mitspielen, wechselt bitte in eure Audiokanäle. Wir haben zwei Teamkanäle, zwei getrennte, in denen sich die beiden Teams treffen. Und Piro Parker und ich, wir werden gleich wechseln von einem Kanal zum anderen. Das hier ist die Spielwelt und ich werde jetzt erstmal, während ihr einen ersten Blick hier werfen könnt auf die Spielgrafik von Pandora First Contact, werde ich mal derweil Blacky, obwohl immer noch kein Geld bei mir eingetroffen ist, werde ich mal ganz, ganz großzügig sein. Ich werde dir mal gleich mein russisches Geldtransportunternehmen vorbeischicken. Das ist lieb von dir, danke. Ihr seid ja immer noch mit mir in einem Audiokanal, zwar fix, fix, Jungs. Macht eure Audiokanäle auf. Okay. Piro und ich wollen unter uns sein, oder Piro? Ja, auf jeden Fall. Piro und ich. Privatsphäre, bitte. Was wollt ihr denn für unanständige Sachen tun? Piro und ich und wie viele? 70 Zuschauer, finde ich prima, auf Twitch TV live. Wer ist denn alles da? Nuggle ist da, Tracina ist da, Eagle Eye 6 ist da, ein gewisser Piro Parker, kommt mir bekannt vor, Gonzo 18. Ich kann nur die lesen, die ja vorlesen, die ja auch tatsächlich im Chat sich beteiligen, wie Nils Apelmeier beispielsweise oder Afasi oder andere. Wenn ihr ein bisschen mit uns, Marco Tribun ist auch da, Bastas du. Wenn ihr ein bisschen mitsprechen wollt, macht das doch, meldet euch im Chat. Ja, Piro. Ja. Sind wir gerade unter uns? Darf ich schon ein bisschen was verraten, schon was erzählen? Ja, wir sind unter uns. Schau mal, wir müssen ja ganz kurz mal, vielleicht noch mal kurz die Teams noch mal für die Zuschauer. Lorenz spielt zusammen mit Eil. Ne? Das ist also der orangene und der rote Spieler spielen zusammen. Und die beiden, die haben das Glück, dass sie zusammen auf einem Kontinent gelandet sind. Glaube ich, ziemlich cool für die beiden. Das hilft denen sicherlich, sich zu organisieren. Und ganz spannend dabei ist, das ist der Kontinent oben links in der Ecke auf der Minimap, ganz spannend dabei ist, dass auch Zakor, der hier das blaue Team spielt,
ebenfalls mit auf diesem Kontinent sitzt. Also das ist natürlich direkt so ein bisschen brisant. Da wird es sicherlich zu dem einen oder anderen Knall kommen. Ich bin auch gerade schon mit dem Bildausschnitt auf diesem Kontinent. Hier läuft Zakwa mit seinem Startkolonialsoldaten. Er spielt die blaue Fraktion. Und vielleicht kannst du auch noch mal kurz erläutern, wofür die Farben eigentlich stehen bei diesen drei Fraktionen. Ja klar, also die Farben natürlich unterscheiden erstmal in erster Linie einfach nur die Fraktionen. Diese haben unterschiedliche Stärken und Schwächen auch. Die blaue Fraktion, die sticht vor allem dadurch hervor, dass deren Kampfeinheiten einfach stärker sind als die der übrigen. Ich glaube, die kriegen einen Kampfbonus von 25%, wenn ich mich nicht täusche. Dafür sind aber die Einheiten auch teurer im Unterhalt. Das ist sozusagen so der Malus bei den Blauen mit den Zakor-Spielen. Die Rot, also das heißt übrigens, die heißen natürlich nicht die Blauen, sondern das ist das Imperium. Ne? Dynastie haben wir hier mit dem roten Team. Damit spielt Eil, das ist der Teamkollege von Void. Das sind Fraktionen, die bekommt Boni auf Produktion. Die sind also einfach ein bisschen schneller in der Produktion von Gebäuden, von Einheiten. Und die starten auch direkt mit einem Former. Das ist eine Einheit, mit der man die Umgebung modernisieren kann. Der Ziv-Spieler kennt das als Bautrupp. Ja, und zuletzt? Ja, zeige ich auch gerade im Bild. Das hier ist der Former und das ist der Kolonialsoldat, der gerade Richtung Westen sprintet. Und dann haben die ja noch das unverschämte Schwein, dass die ein Observatorium direkt neben ihrer Stadtstacht haben. Also die Roten, sprich Eil. Das bringt einen mächtigen Forschungsbonus von plus 50% auf die Forschungspunkte. Und jetzt haben wir 1, 2, 3 Fraktionen. Da fehlt doch noch eine, Piro. Ja, wir haben die dritte noch nicht ganz vorgestellt. Also wir hatten das vorhin in der Einleitung schon mal kurz angedeutet. Hier in diesem Add-on, ein großer Teil der Features dieses Add-ons ist eine neue Fraktion. Diese Fraktion, die Gesandten, das sind die Orangenen, mit denen hier Loren spielt heute Abend. Die bekommen Boni in Diplomatie und Spionage. Und gerade Spionage, wieder ein großes Feature, was überhaupt erst mit diesem Add-on eingeführt worden ist. Da wird uns Lorenz heute Abend sicherlich das ein oder andere Kunststückchen damit zeigen. Das hier ist die orangene Fraktion. Auch ein Observatorium in unmittelbarer Nähe, aber noch nicht an die Stadt angeschlossen. Und was ihr hier auch sehen könnt, das ist Beobachtermodus. Wir sehen wirklich die gesamte Spielwelt. Kein Fog of War für Piro Parker und mich, kein Nebel des Krieges. Und das ist nicht nur alles. Schaut mal, ich gehe mal bei Machiavelli rein, in diese Spionagestadt. Man denkt ja eigentlich, diese Spione, die müssten sich auch gut zur Wehr setzen können gegen Spionage. Von nicht. Ein Bürger mehr in der Stadt, habt ihr gerade gesehen, umgesprungen. Die hier im Stadtbildschirm von 1 auf 2 und das hier, das ist er. Das ist der Stadtbildschirm. Wir können reingehen und gucken. Wir sehen alles, Piro. Ja, so ist es, genau. Das ist ganz toll. Also da nochmal in aller Deutlichkeit, liebe Zuschauer, das ist natürlich, es ist ja klar, die Zuschauer, die Spieler selber, die sehen natürlich nichts. Die haben den Fog of War um sich herum. Die wissen noch nicht, also zum Beispiel Lorenz und Eil, die ja in einem Team spielen, Orange und Rot, die wissen natürlich nicht, dass sie, also noch nicht, dass sie nebeneinander sitzen. Sie beginnen jetzt langsam die Karte hier zu erkunden. Und natürlich weiß auch Zakor nicht, dass er hier auf demselben Kontinent sitzt, wie eben seine beiden härtesten Kontrahenten hier in diesem Spiel. Genau, und wir sehen halt in der Tat ja nicht nur den Stadtbildschirm, wir können auch sehen, was die einzelnen Fraktionen, also die einzelnen Spieler heute Abend forschen. Das ist ganz toll für uns als Zuschauer. Wir können wirklich, wir haben den vollen Umfang, wir können wirklich alles sehen und euch das bestens kommentieren auf diesem Weg. Alle möglichen Bildschirme kann ich aufrufen. Ja, den Forschungsbildschirm beispielsweise. Das ist mein eigener. Ihr seht, ich bin nicht ganz so erfolgreich. Kein Wunder, als Beobachter habe ich zwar meinen eigenen Tech-Tree, aber der ist natürlich ziemlich witzlos. Schauen wir mal, was Lorenz erforscht. Da können wir hier sehen, Kunstdünger hat er fast fertig. Raffination hat er bereits fertig. Gucken wir uns nachher im Gespräch mit ihm mal genauer an, welche Entscheidung er da getroffen hat. 1, 2, 3 Fraktionen und die vierte, die dann noch fehlt, ist... Na, das ist Blackie, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Der Blackie spielt hier mit der gelben Fraktion, die heißt die Noxium-Gesellschaft. Das ist eine Fraktion, die besondere Boni auf Geld bekommt, also die bekommen einfach mehr Kohle letztlich. Das macht sich bei denen sehr, sehr schnell ganz stark bemerkbar, denn viel Geld heißt natürlich auch letztlich viel Militär, denn sie sparen halt an Unterhaltskosten. Blackie sitzt etwas abgeschlagen sozusagen im mittleren Kontinent, den hast du unten in der Minimap quasi oben in der Mitte, dort zusammen mit der
einer KI-Fraktion, mit der pinken oder lilanen Fraktion, die, wie heißen die noch gleich, die Kollegen dort? Die Fanatiker, sagst du immer, um Lady Vermilion. Genau. Eine Fraktion, die Boni auf Moral bekommt, also auf die Zufriedenheit, und dafür Mali in der Wissenschaft. Und was ihr ja auch sehen könnt, das ist eines der neuen Features hier, diese bunten Kristalle, die da im Wasser sind. Es gibt jetzt Wasserressourcen hier. Erstmals ist es auch möglich, besondere Ressourcen auf dem Wasser zu nutzen, indem sie zum Beispiel wie hier innerhalb der Kulturradius der eigenen Städte sind. Aber auch wenn die weiter weg sind, kann man die mit besonderen Einheiten noch erschließen. Schauen wir uns vielleicht später an. Das sind die vier Städte der vier Menschen und dann sind noch die unterschiedlichen KI-Fraktionen, die drei, die in einem Team gesondert antreten, auch noch verteilt über die Karte. Wollen wir jetzt aber doch vielleicht mal, Piro, wenn du magst, mal rübergehen zu Lorenz und zu Eil und mit ihnen ein erstes Schwätzchen führen, wie die Spielwelt für sie aussieht. Ja, los geht's. User left your channel. Bei mir schon gekauft. Hallo. Sehr gut. Hallo Lorenz, hallo Eil. Hallo. Piro hallo. Parker, lange nichts mehr von dir gehört. Ist auch ja, da. Ja, das stimmt. Erstaunlich. Schön, zu sehen und zu hören. 82 Zuschauer im Live-Chat auf Twitch TV. Und viele Bemerkungen, Lorenz, darüber, wie das hier aussieht, die neue Spielwelt beispielsweise. Frage von Christina an euch. Wie viele neue Ressourcen gibt es eigentlich, Lorenz? Wir haben drei neue Seeressourcen eingeführt. Also das ist Ölfeld, das ist Mineralien Maxalon und das sind, ich glaube, wie heißen sie, Peridian Reef oder sowas. Also wie ist unser, ich weiß jetzt nicht genau den deutschen Begriff, also bis ich sie sehe, übersetzt worden sind. Aber genau, ja. Also das sind eben die drei Hauptressourcen, wobei das Ölfeld eine gemischte Ressource ist. Das bedeutet, es gibt eben Gold und Mineralien zur gleichen Zeit. Habe ich gerade hier... Entschuldige, habe ich gerade hier ein Bild, plus zwei Mineralien gibt das und plus 25% Credits, das heißt die plus 25% beziehen sich auf die Stadt, die dieses Ölfeld nutzt. Genau, ja. Und was halt auch sein kann, dass diese Ressourcen weiter draußen sind, also nicht direkt in den Küstenregionen, das heißt man müsste dann wirklich zwei rausgehen. Aber für einige Sachen ist es auf jeden Fall wert, weil vor allen Dingen der Nahrungsbonus ist ziemlich gut im Seegelände. Apropos, auf der See, viele Pilze. Dieser Fungus oder diese Pilze, die es bislang gab, lediglich an Land und über den man sich teilweise doch ziemlich ärgern musste, weil die Einheiten Lebenspunkte verlieren, wenn die sich darauf bewegen, weil die auch ausgebremst werden, dieses Unkraut, mittlerweile auch im Wasser, habt ihr das deshalb eingeführt, um die Spieler ein wenig zu verärgern oder hat das auch Vorteile, zum Beispiel mehr strategischen Tiefgang? Ja, also der Hauptgrund ist natürlich, dass die Wasser oder das Wassertraversieren nicht mehr so trivial ist, sondern dass man sich wirklich entscheiden muss, wo man also eben das hinzieht. Das Überqueren von Wasser und das Erkunden von Wasser. Mhm. Genau, und man muss halt da ein bisschen auch aufpassen, vor allen Dingen, weil die Aliens davon irgendwie nicht beeinflusst werden. Das heißt, man kann da leicht abgeschnitten werden und vor allen Dingen auch jetzt, wenn man mit Spionen dann nachher versucht, über Wasser zu gehen, ist es auch nicht mehr ganz so leicht, sich da durchzumogeln. Und es ermöglicht eben auch wirklich, je nach Verteilung eben der Pilze, gibt es halt auch wirklich ganz interessante Situationen, wo man eine ganze Passage irgendwie damit gesperrt hat, indem man eben so eine Seeeinheit in einem offenen Feld hat. Lorenz, du müsstest gerade mal eine Runde weiterklicken, bitte. Mhm, ja. Moment, ich will noch meine Drohne bewegen. Hier wieder. Hast du gerade über Eil gesprochen? Was? Ach so, nein, Entschuldigung. Ich dachte, er hätte einen Kosename für dich eingeführt und würde dich jetzt liebevoll seine Drohne nennen. So, da hatte ich irgendwas völlig missverstanden. Was ihr hier seht, ist ein bisschen einheimische Flora und Fauna. Hier rechts dieses Schilf und da links da die Skites, die gab es vorher auch schon. Und viele andere Monster, die es vorher auch schon gab. Hier beispielsweise Xenomorph-Drohnen in einem Alien-Bau. Das sind diese einheimischen Kreaturen, die man hier antrifft und die gerade in der frühen Spielphase Piro Parker ganz schön ärgerlich sein können für die Spieler. Ja, das ist richtig, denn im Laufe des Spiels steigert sich die Alien-Aggression irgendwann. Also noch am Anfang sind die Aliens noch, naja, recht friedlich. Wenn man sie nicht selber eingreift, dann lassen sie einen so die ersten 10, 15, 20 Runden, je nachdem auf welcher Spielgeschwindigkeit man spielt, erstmal in Ruhe. Aber irgendwann fangen die an anzugreifen. Das ist gerade dann zu Beginn des Spiels, können die doch mitunter
richtig, richtig gemein sein. Da sind halt die Einheiten, die man selber bauen und ja, produzieren kann, selber noch nicht so besonders stark. Und dann können diese Alien-Einheiten richtig, richtig ärgerlich werden. Später, klar, später hat man die Hammerwaffen sozusagen, dann haut man die sozusagen alle weg. Später spielen diese ersten einheimischen Aliens auch nicht mehr so die ganz große Rolle. Aber am Anfang ist das ein richtig spannendes Feature, denn können das Spiel schon richtig mitbestimmen am Anfang des Spiels. Und die große Frage anfangs ist natürlich, wie lange vergeht die Zeit, bis die Aliens und die Menschen, die Soldaten, die hier über die Landkarte laufen, in Konflikt miteinander kommen. Bis die Aliens die Menschen angreifen, was ein bisschen davon natürlich abhängt, wie die Menschen sich verhalten. Je mehr die siedeln und je aggressiver die sich aufführen, desto eher werden sie auch angegriffen und ein Zufallsfaktor spielt dabei auch eine Rolle. Genau. Ja. Was habt ihr für Strategien? Oder welche Strategien hast du, Lorenz? Willst du mit der neuen Spionagefraktion tatsächlich deren Vorteile früh ausspielen oder erst später? Ja, also früh ausspielen auf jeden Fall. Erstmal zu meiner Basis. Moment, ich bin gerade im Dialog mit meinem ersten Partner, Mr. Preston, nachdem ich schon Verträge geschlossen habe mit unserer guten Grünen. Okay. Und Mr. Preston ist Black Archon. Ja, deswegen hat er wahrscheinlich so lange gebraucht, um darüber nachzudenken, den Vertrag anzunehmen. Was hast du Blackie angeboten? Unterwerfung? Ja, also ich habe ihm natürlich erstmal einen Handelsvertrag angeboten, weil die kommen natürlich immer gut, oder einen Forschungsvertrag, nachdem wir die ja gebufft haben, beziehungsweise stärker gemacht. Das heißt, die bauen sich jetzt wirklich über 25 Runden auf, also bis zu 25%, während sie früher bei 10% waren, damit man einfach, damit die auch wirklich mehr Gewicht haben, weil das war vorher deutlich zu wenig. Ich meine, wenn man es jetzt aus der echten Wirtschaft kennt, da spielt es natürlich eine große Rolle bei so Dingen. Und es hat natürlich auch indirekt die neue Fraktion der Botschafter etwas stärker gemacht, weil die eben mit ihrer parasitären Eigenschaft von allen Verträgen, die ihm auf dem Planeten geschlossen worden sind, profitieren. Jetzt muss ich ganz kurz mal ziehen. Mach das, damit ich während du ziehst, erkläre ich das nochmal für die Pandora-Einsteiger. Gebe ich noch eine Zusatzinformation. Das ist halt tatsächlich so, dass man Runde für Runde von diesen Verträgen, Handels- oder Forschungsverträgen, die man abschließt, einen kleinen Gewinn bekommt an Forschungspunkten oder an Gold pro Runde, und je länger die Verträge bestehen und je wohlhabender die Reiche sind, desto mehr wächst das an, und diese Boni, die man da bekommt, die sind halt jetzt durch die Balancing-Änderung, durch dieses Add-on nochmal hochgehoben worden, und speziell für die Spionage-Fraktion, da gibt es noch den Extra-Bonus, dass die besonders stark ins Gewicht fallen, und deshalb wollte Lorenz auch unbedingt, dass hier KI-Fraktionen mitspielen, weil er ganz genau weiß, wenn er nur gegen ein menschliches Team antreten würde, sprich gegen Zakor und gegen Blackie, dann werden die ihm diese Verträge nicht unbedingt geben wollen, und dann kann er den Vorteil seiner Fraktion nicht ausspielen. Vielleicht sollten wir Piro Parker mal rüberwechseln zu Blackie und zu Zakor und die mal fragen, was die eigentlich machen wollen, wie die verhindern wollen, dass Lorenz all seine Boni ausspielen kann. Ja, das finde ich ist eine gute Idee. Da lass uns doch direkt mal rübergehen. Sind die jetzt weg? Nein, wir sind noch da. Wir sind immer da. Wir schweigen, aber in Wahrheit sind wir immer bei euch. Error. Ja, leider. Nur gibt es offensichtlich ein Problem. Die haben das falsche Passwort. Unfassbar. Die haben nicht den Kollegen nicht rein. Vielleicht haben die das gleiche wie wir. Ja, das wäre natürlich der Bringer. Anscheinend tatsächlich. Ja, es ist das gleiche wie die. Ihr seid ja Helden. Ja, die große Frage an euch beide, Blackie und Zakor, ist natürlich, ihr seid jetzt live, wie wollt ihr euch eigentlich erfolgreich in einer Spielwelt durchsetzen, wenn ihr es noch nicht mal auf die Reihe bekommt, das Passwort eures Teamkanals richtig zu benennen? Ihr habt das Falsche genommen. Nein, hab ich das Falsche genommen. Wir haben einfach nur dafür gesorgt, damit die gebetenen Zuschauer verwirrt werden. Aber leider hat er doch einen Channel gefunden. Du wolltest einen Intelligenztest mit Piro Parker und mir durchführen, ob wir das errätseln, wie wir euch finden können. Na, ich hatte schon. Da habt ihr ganz lang gebraucht, ne? Bist du da stolz drauf? Ich hab schon überlegt, ob ihr das Passwort einfach falsch geschrieben habt und hab sämtliche falsche mögliche Schreibweisen durchprobiert hier. Du hast, Blackie, finde ich, immer so einen anarchischen Grundton. Ein anarchischer Grundton? Ja. Nein, ich bin aber nicht für Anarchie. Ich finde eher Diktatur sehr
sehr erstrebenswert. Ich weiß nicht, ob die eine Variante oder die andere dich bei den Zuschauern unsympathischer macht, den Wunsch nach Anarchie oder den nach Diktatur. Wie sieht das bei dir aus, Zakor? Wie verlässlich ist Black Arken als dein Teamgefährte? Och. Das ist mal ein klares Bekenntnis. Beim letzten Mal, wo wir zusammengestammt haben, hat das doch super funktioniert. Also, das finde ich gut, wenn man einen Kameraden danach fragt, was er vom anderen eigentlich hält, und er antwortet dann, oh, das ist doch ein Liebesbekenntnis. Ganz fantastisch. Nein, jetzt immer mal Butter bei die Fische. Worüber wir gerade schon mit Lorenz gesprochen haben, das sind die Vorteile seiner neuen Fraktion, der auf Spionage spezialisierten Fraktion. Wie wollt ihr verhindern, dass er die komplett ausspielen kann? Nun, das habe ich schon ein bisschen getan, indem ich nicht auf sein Handelsabkommen eingegangen bin. Weil er dadurch einen größeren Bonus draus ziehen würde als ich. Und über den Tisch ziehen lasse ich mich dann nicht. Das ist die richtige Einstellung. Ich wette, Lorenz wird sich heute Nacht in den Schlaf weinen, deshalb. Juhu. Aber was ich dich natürlich auch gerne fragen würde, wenn ich mir Smith anschaue, deine erste Stadt, mit der du anscheinend auch wieder versuchst, anonym zu bleiben. Ist nicht Mr. Smith das Pseudonym schlechthin für Menschen, die ihre Identität nicht aufdecken wollen? Nein, aber so viel Wüste. Warum hast du deine Stadt da gegründet? Mitten in der Wüste? Oder hast du dich freiwillig in die Wüste geschickt? Ja, ich glaube, dass ich doch nicht so schnell entdeckt werde. Nee, stimmt natürlich nicht. Wenn ich jetzt erst rundenlang weitergezogen wäre, um einen besseren Ort zu finden, dann hätte ich so viel Zeit verloren. Und zumindest meine nächste Stadt werde ich da oben bei den Xenithblumen und den Gebirge gründen. Da wird dann schon was Ordentliches draus. Hast du vielleicht gehofft, dass Lorenz hier noch eine extra Ressource eingebaut hat, eine Landressource, die gelegentlich durch Zufallsevent aufploppt, mitten in der Wüste, nämlich einen brennenden Dornbusch, der dir Forschungspunkte spendiert? Nein, ich hatte eher in der Wüste auf Öl gehofft. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Zakor, was sind deine Pläne an deinem Standort? Weißt du eigentlich schon, wo deine Gegner sitzen? Nee, ich weiß noch gar nichts, weil ich vorhin im Rundenwechsel, da wollte ich die Ruine einnehmen, die südlich meiner Stadt ist. Und dann sprang plötzlich der Bildschirm etwas weiter und ich habe aus Versehen den Alienbau angegriffen. Deswegen weiß ich eigentlich noch gar nichts. Oh Gott. Weil ich keine Einheit hatte zum Ausspionieren. Und das ansonsten sind meine Pläne erstmal, die ganzen Pilze loszuwerden von meiner Stadt. Die sind wirklich ganz schön lästig, nicht? Ja, das ist keine besonders starke. Da fasst du dieses Observatorium bei der Startstadt. Das ist doch super. Ja, das ist sozusagen der gerechte Ausgleich dann. Observatorium ist natürlich ein sehr starker Bonus für den Anfang, weil man dann richtig schnell mit der Forschung abheben kann. Mhm. Und man sieht auch im Wasser schon, also ihr seht das deutlich, ich sehe es auch schon, dass ich noch zwei weitere Boni in Reichweite habe. Das ist einmal ein Nahrungsbonus im Wasser und ein Mineralienbonus im Wasser. Von daher, so schlecht ist die Startposition jetzt nicht, wenn man die Pilze jetzt mal los wird. Piro, wenn du dir die Startposition der beiden anschaust, von Blacky und von Sakwa, ein offenes Wort ihnen gegenüber, welche Chancen haben sie damit? Nun ja, also nachdem wir jetzt die Startposition ja auch eures gegnerischen Teams kennen, des menschlichen, muss ich schon sagen, oh. Warum beschleicht mich nur gerade das Gefühl, dass hier eine üble Propagandamaschine anläuft? Das weiß ich nicht. Keine weißt Ahnung. Weißt du nicht? Nee. Ich kenne mich mit deinen Gefühlen nicht so gut aus. Warum denn nicht? Wir reden doch so oft miteinander. Oh, da warum hast du gehst recht. Du nicht auf meine Gefühle ein? Oh, das tut mir. Jetzt machst du diese Beziehungskiste auf. Das wird mir richtig peinlich jetzt. Vielleicht wechsle das ich ganz. Da hat auch noch jemand die Ruine weggeschnappt, war Lorenz. Naja. Das heißt, du hast jetzt Kontakt mit Lorenz? Ja. Und. Schauen wir uns das mal gerade an. Ah ja, in der Tat. Ja, okay. Und hast du noch eine Ahnung über weitere Fraktionen bei dir in der Nähe? Nee, wie gesagt, ich sehe noch nichts, weil meine Einheit eben an dieser Stelle, wo sie jetzt steht, ist mir vorhin die Einheit verreckt, weil ich mich verklickt habe. Hier gerade erstmal den Angriffspakt geschlossen, du und Lorenz. Das ist ja, sehr schön für die Zuschauer vor allem. Das heißt, ihr werdet heute Abend noch kuscheln. Naja, das ist ja die erste Runde jetzt sozusagen und da dürfen wir uns noch nicht angreifen, da kann man auch einen Nicht-Angriffspakt schließen, ist eigentlich egal. Also erstmal mit Wattebäuschen werfen sozusagen. Genau. Das sollten wir den Zuschauern vielleicht ja noch erklären, Piro, die Sonderregeln, die wir eingeführt haben. Ganz, ganz informell, während ihr hier im Spiel seht, im Bild seht, die verschiedenen Spezies, die es hier gibt, beispielsweise das
Lorenz doch tatsächlich in Gestalt eines Aliens oder von Aliens, von Xenomorph-Drohnen hier angerückt kommt. Wir haben ein paar Sonderregeln abgeschlossen, Piro. Ja, die allerwichtigste ist, dass nämlich in der Tat, das hatte Zacko jetzt gerade schon angedeutet, wir hier in der ersten Stunde hier keinen Krieg miteinander führen werden. Wir wollen halt erstmal sozusagen, dass die Parteien die Möglichkeit haben, sich stark aufzubauen, ein gutes Militär und so weiter, nochmal ein bisschen, sich gut vorzubereiten auf die nächsten 3 Stunden, die danach folgen, denn dann darf gekämpft werden. Oh ja, wir haben einiges vor uns. Hast du dir genug Butterbrote geschmiert für die 4 Stunden, Piro? Ja, in der Tat. Ich habe hier eine ganze Tupperdose voller Brote stehen. Also ich bin gewappnet, das Spiel kann bis morgen früh um 6 durchlaufen hier. Ganz hervorragend. An mich hat natürlich niemand gedacht. Ich hatte Blackie gebeten gehabt, mir ein paar Butterbrote zu schmieren, aber er wollte nicht. Nein, weil du nie auf meine Gefühle eingehst. Ach, fängt das schon wieder an. Komm, lass uns mal ganz schnell rübergehen zu den beiden anderen. Alles Piro, klar. Das wird ja jetzt doch peinlich hier. Ja, ja, das stimmt. Ja. Tschüss, ihr beiden. Lebt wohl. Tschüssi. Tschüss. Hallo, ja, wir sind wieder da. Sind schon wieder irgendwelche Eindringlinge. Ja, die Eindringlinge sind da. Seid doch bitte froh, dass nur wir beide das sind, Piro Parker und ich, und nicht Zacko und Black Arken, die sich hier eingehackt hätten in euren Audiokanal und in euer Reich. Das wäre ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Wie kommt ihr voran? Lorenz, du bist schon jemandem begegnet, nämlich Zacko. Ja, also ich bin schon... Das ist ja eine der wichtigen Strategien mit dieser Partei, dass man möglichst viele Leute kennenlernt. Eins der neuen Features oder was eben auch verändert wurde, ist, dass wenn man jetzt die Karte teilt mit einem Gegenüber, dann bekommt dieser andere auch alle Kontakte, die man eben selbst hat. Das bedeutet, wenn ich die ganze Karte erkundet habe und alle Leute kenne, dann steht mir die Option zur Verfügung, eben diesen, zum Beispiel den Zacko oder den Black Arken eben ein bisschen schlecht zu reden gegenüber der künstlichen Intelligenz, oder ich kann die künstliche Intelligenz fragen, in den Krieg gegen sie zu ziehen, etc. Das bedeutet, ein großer Vorteil ist natürlich, möglichst schnell zu erkunden und dann mit möglichst vielen die Karte zu teilen, dass möglichst viele Leute ihre Verträge, Handelsverträge schließen, sodass dann mein Netz eben so wirklich ins Laufen kommt. Also ja, es geht eben schon langsam los bei mir. Das heißt, du hast quasi einen Bonus fürs Tratschen. So sieht's aus, ja. Ja, Daniel, wenn du diesen Bonus nur bekommen würdest. Oh, das wäre cool. Dann würde ich ja glatt sogar mitspielen. Da hätte ich nämlich doch eine Siegchance eventuell. Ja, und Mael, wie sieht das bei dir aus? Wie ist das mit Lorenz zusammen zu spielen? Ja, ganz gut. Er teilt mir hier die, wie er schon gesagt hat, die Kontakte, damit ich auch mit den anderen Personen kann so handeln. Bei Black Archon ist es ein bisschen schwierig. Also Zacko lehnt generell Handeln erstmal ab. Der mag das gar nicht. Wenn wir irgendwas abbekommen, was er produziert... Black Archon wollte Gold dafür. Ich weiß jetzt nicht, ob er das jetzt angenommen hat. Im Endeffekt, mal gucken. Dieser alte Geizhals, unfassbar. Dieser Blackie nicht. Dann versuche ich das Gleiche jetzt nochmal bei der Tok'ra-Universität, ob die mir vielleicht mit mir handeln möchten. Stimmt, wollen die einen Forschungsvertrag? Da müssen die doch ganz scharf drauf sein. Ja, machen sie. Ja, und du bist mit dieser industriellen Fraktion unterwegs, mit der roten Fraktion. Die rote Fraktion, ja. Bist mit deren Boni sehr zufrieden, mit dem Glück, mit dem Zufall, was das Programm dir zugelost hat als Fraktion beim Start der Partie? Naja, also in dem Gebiet, wo ich bin, wäre jetzt natürlich Terra Salvum ideal gewesen, weil hier ist alles voller Wald. Da hätte ich jetzt quasi Produktionsbonus vom Wald und gleichzeitig Umweltverschmutzungs-, also Beseitigung. Jetzt habe ich natürlich das Problem, was diese Fraktion hauptsächlich hat, mit der hohen Umweltverschmutzung. Also wenn ich jetzt in meine Stadt gucke, dann sieht man, da sind schon 3 Fässer, die irgendwie, ja, die schmeißt man halt einfach in den Wald, und das ist auch nicht so schön. Es sind nicht genug Wälder da, um dort Fässer reinzuschmeißen, sage ich jetzt mal. Aber was natürlich toll ist an der Fraktion, ist das hohe Bevölkerungswachstum. Das muss natürlich versuchen auszunutzen. Und habe hier leichte Nahrungsengpässe, weil die immer weiter wachsen. Und da muss ich mir halt was einfallen lassen, was ich dagegen jetzt unternehmen werde. Das wird jetzt... Aber das sind keine Probleme, die mir unbekannt sind, deswegen irgendwie werde ich es so schön hinkriegen. Eine gute Gelegenheit jetzt, finde ich, Piro Parker, um jetzt mal mit Lorenz gemeinsam sich mal den Stadtbildschirm von seiner Hauptstadt Machiavelli so erklären zu lassen, dass auch die
die Einsteiger bei Pandora First Contact, die das Spiel noch nicht so gut kennen, so weit kommen, dass sie hier dem Livestream gut folgen können. Lorenz, es gibt einen globalen Ressourcenpool, das ist links oben in deiner Hauptstadt in Machiavelli. Nahrung und Ressourcen und Forschung und Credits, die werden in globalen Pools gesammelt. Und dann gibt es eine Reihe von lokalen Werten noch in jeder einzelnen Stadt. Ja, das ist korrekt. Also bedeutet eben, dass Nahrung gewissermaßen, die sind alles für jede Stadt irgendwie, hat Zugriff darauf. Das bedeutet, man kann seine Städte spezialisieren, indem man sich in einigen Gebieten auf Nahrung eben spezialisiert, beziehungsweise in anderen mit vielen Gebirgen eben sich die Mineralien holt. Und vor allen Dingen auch die Geländeboni wie Produktionsbonus eben oder eben Nahrung, Essen oder auch Goldminen. Die geben halt auch wirklich vor, wie man seine Stadt am besten ausbreitet, beziehungsweise was man am besten baut. Genau. Das Allerwichtigste, was es ja eigentlich immer am Anfang gibt, das ist Nahrung, das ist Forschung, das ist Produktion. Seine Bürger, die teilt man in verschiedene Berufe ein. Ihr seht ja die vier Berufe: Bauern, Minenarbeiter, Arbeiter, Wissenschaftler. Wissenschaftler, klar, treiben die technologische Entwicklung voran. Die Minenarbeiter, die produzieren die Mineralien, die Arbeiter wiederum umsetzen in Produktion. Die Bauern, die erzeugen die Nahrung. Man kann die Bürger einfach mit Drag and Drop durch rüberziehen von einem Beruf in den anderen ziehen, die werden dann vom Programm automatisch auf eines dieser Geländefelder verteilt. Links unten seht ihr die Gebäude, die es schon gibt hier in der Stadt, die mittlerweile errichtet worden sind. Rechts oben seht ihr die Einheiten und die Gebäude oder Projekte, die man bauen könnte. Projekte ist eine Sonderform von Bauprojekten. Das sind quasi virtuelle Aufgaben oder große geistige Aufgaben, die eine Nation erfüllen kann. Und dadurch werden dann Fortschritte beispielsweise freigeschaltet oder bestimmte strategische Möglichkeiten. Und rechts unten in der Bauschleife, da kann man die Bauaufträge einstellen, die man halt dann von den Arbeitern produzieren lässt. Und da gibt es eine Reihe von anderen Faktoren noch, zum Beispiel Umweltverschmutzung. Wenn man sehr viel städtische Produktion hat, also sehr viel Mineralien umwandelt in Produktion, dann jagt das die Umweltverschmutzung hoch. Und auch die Zahl der Bürger, vor allem in umweltgefährdenden Berufen, die treibt auch die Umweltverschmutzung hoch. Durch Wälder kann man das ein bisschen kompensieren. Da gibt es noch den Moralwert hier, der hängt unter anderem von den Steuern ab. Je mehr Steuern man zahlt, desto saurer sind die Bürger. Und auch die Umweltverschmutzung senkt die Moral. Und der Moralbonus oder Moralmalus, der hat Auswirkungen auf fast alle Werte im Spiel. Und dann gibt es halt noch das Wachstum. Hier seht ihr das ganz oben, Wachstum und Wohnraum. Das gibt an, wie lange es dauert, bis eine Stadt weitere Bürger bekommt. Im Gegensatz zu vielen anderen Strategiespielen hängt das hier nicht von der Nahrung ab, sondern das ist ein eigener Wert und ein eigenes Feature. Daniel, die Zuschauer sind dir so unglaublich dankbar für deine Erläuterung, dass du gerade im Chat gefeiert wirst wie ein König. Im Chat ist sie einig, WB ist total toll, WB ist der Beste, WB hurra, WB, ich will ein Kind von dir. Und das von insgesamt mittlerweile fast 100 Zuschauern. Ich glaube, da musst du dich einmal bedanken bei unseren Zuschauern. Das finde ich ganz lieb. Insbesondere möchte ich mich bei Marduk bedanken, der, ich hoffe mal, nur den Tippfehler sich erlaubt hat zu schreiben, nicht WB ist total toll, sondern WB ist totaler Troll. Ja, aber vielen Dank für die Welle. Finde ich ganz, ganz großartig. Piro, das war mein Mini-Tutorial. Was ist deins jetzt? Ja, du hast mir ja alles weggequasselt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht werde ich dazu animiert, wenn der Chat mich auch mal so lobt wie dich. Aber im Moment, muss ich sagen, sehe ich erstmal nichts, was ich hier noch groß erzählen könnte. Dann gehen wir doch mal rüber zu Zacker und zu Black Arken, weil zumindest einer der beiden, der hat doch immer eine ganze Menge zu quatschen, finde ich. Das stimmt, ja. Tschüss, ihr beiden. Bye-bye. Hallo zusammen. Was Hallo. Die Zuschauer Hallo. Nicht sehen können im Chat, das sage ich denen kurz, hier in unseren Teamspeak-Kanälen, dass die beiden Teams sich auch Namen gegeben haben. Lorenz und Eil haben sich ganz bescheiden, wie sie sind, den Teamnamen Die Guten gegeben. Und Zacker und Black Arken, die waren moralisch nicht ganz so triefend, sondern die haben stattdessen ehrlich und haben sich Ostblock genannt. Genau. Ja, das... Wir kommen beide aus dem Osten. Nö, wir kommen beide aus dem Osten. Ach so. Da kam einfach die Idee. Wie wollt ihr euch denn, gegenüber Eil und gegenüber Lorenz eventuell mit einem eisernen Vorhang schützen? Wie könnte der aussehen? Naja.
Man muss, glaube ich, gut aufklären, er wird ja irgendwann dann mit Schwun ankommen und dann muss man die möglichst früh sehen. Aber so richtig weiß ich noch nicht, wie wir das machen sollen. Vielleicht, ich habe ja ein Observatorium, da kann man eine Einheit draufstellen, da sieht man ein bisschen mehr dann. Aber naja, mal sehen. Auf jeden Fall gut aufklären, denke ich mal. Mittlerweile wird im Chat übrigens auch ein gewisser Piro Parker gefeiert. Finde ich ganz, ganz großartig. Und um mal eine Fachfrage zu beantworten von Marco: Ich trinke im Augenblick weder Kaffee noch oder Tee, sondern Wasser. Was? Ja, das sind Fragen, die der Chat stellt. Und was tut man nicht alles, um sich bei den Zuschauern anzubiedern? Da beantwortet man alle Fragen. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Seht ihr, dass gerade da ein rosa Kolonisator neben meinen Kolonialsoldaten steht? Ein rosafarbener Kolonisator? Ja. Unterhalb meiner Hauptstadt. Du hast schon zwei Städte. Glückwunsch. Danke, danke. Du hast dich tatsächlich da gegründet, wie eben angekündigt, direkt neben diesen Xenitblumen, die einen großen Produktionsbonus bringen. Und direkt daneben steht ein Former von dir. Wo ist der Kolonisator? Südlich. Und südlich von Smith, da befindet sich ein Kolonisator von Vermilion. Tatsächlich. Das heißt, auch Vermilion wird jetzt gleich ihre zweite Stadt gründen. Ist auf dem Weg dorthin. Willst du das zulassen, Blackie, oder willst du den Kolonisator eventuell? Würde ich eigentlich liebend gerne vernichten. Was hindert dich daran? Außer sowas wie Menschenrechte Regel. Oder Zivilisten nicht überfallen oder Entsperrenzen. Lass mich doch von solchen Blödsinn nicht abhalten. Nee. Entschuldige bitte. Ich hatte mal wieder deine Gefährlichkeit unterschätzt. Das geht vielen so, aber nur einmal. Ja, ich würde gerne diesen Kolonisator natürlich angreifen. Ja. Um Lady Vermilion zu schwächen. Um dir mal eine Fachfrage zu stellen. Hast du dir schon mal überlegt, eventuell deine diabolische Lache patentieren zu lassen? Nein, hab ich nicht. Könnte eine Menge Geld einbringen und das wiederum könnte dir helfen, deine Teilnahmegebühren bei zukünftigen Multiplayer-Livestreams zu entrichten. Teilnahmegebühren? So, fängst du schon wieder damit an? Du trampelst wieder auf meinen Gefühlen herum. Oh, jetzt wird's wieder peinlich. Lass uns mal ganz ernsthaft über das Spiel reden. Weißt du mittlerweile, wer eventuell welche Fraktionen in deiner Nachbarschaft liegen? Also ich habe jetzt gerade in dieser Runde, sehe ich mit meiner einzigen Einheit dort im Süden, sehe ich eine orange Grenze ganz weit weg. Also wenn ich da jetzt ranlaufe, werde ich wahrscheinlich Lorenz Hauptstadt sehen. Deine einzige Einheit? Ach, da ist sie. Ich sehe sie. Ja. Na gut, ich habe noch einen Former. Aber wir wahrscheinlich werde ich jetzt auch mal Armee bauen müssen. Ich möchte dich wirklich nicht beschämen, aber wir hatten dich ja eingangs als den inoffiziellen Weltmeister angekündigt. Jetzt sind schon etliche Runden gespielt und du hast eine Einheit. Wie fühlt sich das an? Ja, peinlich, ne? Sowas. Ich weiß auch nicht, vielleicht sollte ich wirklich eine bauen. Aber ich will es ja auch nicht zu einfach haben, ne? 9 Minuten noch, ne? Dafür lässt du. Vielleicht verliere ich, vielleicht gewinne ich auch ohne Einheiten. Mal sehen. Dafür setzt du Zakor immens auf Gebäude. Ich habe es hier gesehen, du hast schon in deiner Hauptstadt die Gentherapieklinik gebaut, also ein Gebäude, das dazu beiträgt, dass die Stadt schneller wächst. Also hast du da irgendeine bestimmte Taktik oder hast du erstmal gesagt, ich baue jetzt einfach erstmal dieses Gebäude, weil ich es gerade bauen kann? Oder was genau führst du da, was hast du da im Sinn? Ich habe schon eine Baureihenfolge, die ziemlich stark ist. Die setze ich eigentlich immer am Anfang erstmal durch. Erstmal auf Wachstum setzen und die ganzen Nahrungs- und Mineraliengebäude bauen und dann erst was anderes. Sprich, also die Raffinationsanlage, Gentherapieklinik und Agrikulturanlage, die baue ich immer sehr früh. Aber dann einfach die Städte, ja, erstmal gut abheben am Anfang. Dann muss man sich nicht so sehr um die Nahrung und Mineralien kümmern, auch wenn man nur eine Stadt hat. Und clever wie du bist, hast du hier auch schon den Ausbau deiner Stadt sozusagen, die Grenzen
so erweitert, dass du hier diese Spezialressourcen mitnimmst. Das müssen wir vielleicht den Zuschauern nochmal ganz kurz erklären. Diese Grenzen, die weiten sich erst ab Stufe 8 der Bevölkerung einer Stadt, weiten die sich aus. Das machen die aber nicht vollautomatisch, wie man das vielleicht aus anderen 4X-Titeln kennt, sondern das kann man in Pandora steuern. Im Stadtbildschirm, vielleicht magst du es gerade mal zeigen, Daniel. Da kann man steuern, welches Feld als nächstes erobert wird. Und so ist das dann ab Feld 8 kann man dann das erste Feld, ab Stufe 9 das zweite Feld und so weiter immer dazu holen. Und wir können jetzt hier im Moment sehen, dass Zakor jetzt dieses aquatisches Mexalon-Feld westlich von Lauswitz schon in sein Reich eingegliedert hat. Und jetzt ist das Fähnchen für die nächste Eingliederung ins Reich nordöstlich, dieses Feld. Denn du möchtest jetzt auf dieses Schilffeld hinaus, Zakor. Genau, da gibt es 5 Nahrung. Und das werde ich mir möglichst schnell einverleiben. Dass meine Stadt jetzt so schnell die Grenzen expandiert, ist auch ein bisschen meiner Startposition geschuldet, weil ich einfach nirgendwo eine zweite Stadt bauen kann in naher Zukunft. Ich muss erstmal die ganzen Pilze entfernen und dann ist da noch ein Alienbau direkt vor diesen Pilzen. Also das muss alles erstmal weg. Vorher werde ich wahrscheinlich nicht expandieren können. Also wenn ich mir das anschaue, dass du durch dieses Zufallskarten-Skript eine so schlechte Startposition bekommen hast, dann frage ich mich, ist das, wir haben ja eine spezielle Version hier zur Verfügung gestellt bekommen von Lorenz, ist das wirklich ein Zufallskarten-Skript gewesen oder ist das eins, was da hieß, Zakor zieht die Arschkarte? Naja, man muss auch sagen, so extrem schlecht ist die Position nicht. Am Anfang ist sie erstmal sehr herausfordernd, weil ich die ganzen Pilze loswerden muss. Aber an sich, von den Boni her, seht ihr ja, ich habe 3 Boni in Reichweite. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und dabei auch noch wichtige Boni. Mineralien, Nahrung und Forschung. Das heißt, die wichtigen grundsätzlichen Dinge sind versorgt. Ganz so schlecht ist er auch nicht. Becky hat sich... Hat sich Vermilion übrigens tatsächlich ausgebreitet und ihre zweite Stadt gegründet, genauso wie du, Blacky. Zakor hat gerade schon erklärt, er kann jetzt im Moment erstmal keine zweite Stadt gründen. Jetzt natürlich die Frage, was macht ihr gegen Vermilion? Ne? Die ist ja auch militärisch relativ stark, die fängt jetzt an, sich auszubreiten. Jetzt ist es gleich 9 Uhr, dann geht also der große Angriff, oder zumindest theoretisch geht der Angriff dann los. Wie sind denn da eure Pläne jetzt? Also soll jetzt erstmal Vermilion dran glauben oder was passiert? Also, würde mir schon überlegen, Lady Vermilion anzugreifen. Ich habe aber noch nicht weiter gescoutet, wie weit sie militärtechnisch ist. Ob das schon, ja, ohne größere Verluste möglich ist. Aber nichtsdestotrotz wäre schon ein paar Panzer jetzt in Auftrag geben. Ich baue auch gerade meinen ersten Panzer. Ach so? Ja, wir alle. Ihr wollt also tatsächlich eventuell euch um die KI als erstes kümmern. Für mich ist das zu weit weg. Also ich werde da höchstens moralisch helfen und vielleicht später, wenn ich Bombardierung habe, könnte ich orbital noch bombardieren. Jetzt kommt ja Folgendes dazu, Blacky und Zakor. Ihr wisst ja, ein wichtiger Faktor des Spiels der orangen Fraktion, mit der Lorenz spielt, ist eben die KI. Durch diese ganzen vielen Fraktionen holt ja diese orangene Fraktion, die Botschafter, ihre Boni raus. Wenn ihr jetzt die KI niedermacht, habt ihr ja nicht die Befürchtung, dass Lorenz das so gar nicht gefallen könnte? Ja, naja... Sicherlich wird ihm das nicht gefallen, weil ja dann seine Boni kleiner werden oder die Möglichkeit, die KI gegen uns aufzuhetzen. Aber andererseits müssen wir natürlich gucken, dass wir ihm nicht zu sehr die Blöße geben. Also dieses Aufhetzen der KI gegen andere Fraktionen ist schon ziemlich stark. Da muss man aufpassen. Es ist besser, wenn man da selber aktiv wird. Bald ist es soweit. 21 Uhr. In 4 Minuten dann verrinnt die Stunde des Waffenstillstandes, in der man sich noch nicht angreifen durfte. Wollt ihr gleich danach aktiv werden oder sagt ihr euch, ach, das hat noch ein bisschen Zeit, gönnen wir ruhig Lorenz und all das Vergnügen in aller Ruhe, ihr Teambündnis aufzubauen? Naja, also im Moment gehen die Runden ein bisschen zäh vonstatten. Also ich glaube, wir werden eh noch ein bisschen warten müssen, bevor wir irgendwie groß was machen können. Ja, es ist unwahrscheinlich, dass wir um 21.05 Uhr so viel Truppen zusammen haben, dass ich um 21.05 Uhr so viel Truppen zusammen haben werde, um Lady Vermilion anzugreifen. Also es wird schon noch bestimmt ein Viertelstündchen dauern dann.
Wo wir jetzt schon so viel über Zeit reden, denke ich mir, erste Stunde ist ja schon so gut wie vorbei, machen wir jetzt eine ganz, ganz kleine Pause. Denn das hatten wir gesagt, nach jeder Zeitstunde, kleines Päuschen von etwa 3 Minuten. Und ja, ich lasse das hier weiter durchlaufen, aber in 3 Minuten sind wir erst wieder live dann bei euch. Und wir beide, Piro, wir wechseln jetzt mal den Audiokanal und gehen rüber in den großen Kanal. Und die Bitte an euch beide hier, an Zakor und an Blacky, klickt mal nicht auf eine Runde weiter, sondern gibt uns allen die Gelegenheit, in aller Ruhe... Achso, ich hab jetzt leider schon... in aller Ruhe die Möglichkeit, Muße zu haben. Ich habe leider auch schon geklickt. Unfassbar. Piro, dann würde ich sagen, ich gehe vielleicht schon mal vor und sage den unseren Kollegen gerade einmal Bescheid, dass wir jetzt eben Pause machen und dann komme ich gleich zu dir in den großen Raum. Alles klar. Bis später. Jo. Bis später. User left your channel.